Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Solaris Climb the Ladder. Seit langer Zeit mal wieder mit Sideboard, also im Best of 3 unterwegs, aber ich dachte mir, jetzt ist so die Schonfrist vorbei, jetzt ist das Testen vorbei, jetzt werden halt einfach gute Decks gezockt, um zu schauen, wie man auf der Ladder aufsteigen kann. Und ich möchte anfangen mit einer Deckliste, die, naja, weitestgehend unbekannt ist. Ich habe sie vielleicht das ein oder andere Mal schon mal durchscheinen lassen, sowohl im Stream als vielleicht auch im Community-Turnier. Ich möchte mit euch heute Boros Convoke spielen. Ich habe das damals im Community-Turnier Hogak genannt und jetzt ist die Liste noch viel gestreamliner, ja. Also man muss nicht unbedingt Esper Legends oder Domain Ramp oder sowas spielen. Ich wollte jetzt mal so ein Deck spielen, was so ein bisschen unterm Radar ist. Eine hervorragende Deckliste, eine extrem explosive und schnelle Deckliste. Convoke heißt sie eigentlich nur wegen des Knight Errant of Eos, 5 Mana 4-4, der eben Convoke hat. Und wir können, wenn er das Battlefield betritt, uns die obersten 6 Karten angucken und damit 2 Kreaturen auf die Hand nehmen. Allerdings müssen die Mana Value X oder weniger haben, wobei X die Anzahl an Kreaturen ist, die wir benutzt haben, um den Knight Errant zu convoken. Also maximal können wir 5 Drops nehmen. Das ist aber gar kein Problem, weil dieses Deck ist hervorragend darin, möglichst schnell super viele Kreaturen aufs Battlefield zu legen. Wie ihr sehen könnt, wir haben schon unglaublich viele One-Drops. Yoshin Frontliner, Voldaren Epicure, Iron Apprentice. Wir haben Resolute Reinforcements, das sind 2 Dudes. Charming Scoundrel ist zumindest nochmal ein Treasure oder so, also kann oder ein Loot, also kann uns eine Menge flexiblen Stuff geben. Raging Battle Mouse ist hervorragend. The second spell you cast each turn cost 1 less to cast. Und natürlich der Wilds of Eldraine Limited All-Star Immodane's Recruiter, der meistens hier als 3 Mana 3-2er gespielt wird und den anderen Kreaturen plus 1 plus 0 gibt. Was das Deck aber so wirklich zum Ticken bringt und die wirklich busted und verrückt explosiven Draws sind halt Gleeful Demolition Draws. Und zwar, wenn wir unsere eigenen Artefakte zerstören. Wir haben Yoshin Frontliner, den wir wiederholen können. Voldaren Epicure gibt uns einen Blood Token. Iron Apprentice ist ein Artefakt. Der Charming Scoundrel macht uns einen Treasure Token. Also ihr seht schon, wir haben sehr, 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 sehr viel Artefakt-Krams. Und wenn wir dann tatsächlich für ein Mana 3 1-1 Goblins bekommen, dann dauert es nicht lange, bis wir relativ schnell den Knight Errant rauskonvoken können. Damit finden wir dann bestimmt Immodane's Recruiter und dann geht es auch schon einfach ins Gesicht. Ich glaube, die Deckliste ist sehr, 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 sehr stark. Regal Bunnycorn ist noch dabei, denn wie ihr schon gesehen habt, wir bringen einfach auch relativ viel Cardboard aufs Battlefield. Ne? Jede Kreatur ist im Prinzip nicht nur eine Kreatur, sondern da ist auch noch was dabei. Entweder ein Token, ein Treasure Token, ein irgendwas und so weiter. Und Regal Bunnycorn zählt das ja alles. Also Regal Bunnycorn ist auch sehr, sehr schnell, sehr, sehr groß. Jetzt würde man ja denken, okay, diese Lobpreisung, was kann denn an dem Deck überhaupt nicht funktionieren? Das ist die Mana-Based, ja. Wir haben ein sehr aggressives Deck mit sehr schlechtem Mana. Sundown Pass ist im Prinzip schon ein zu langsames Land, weil das die meiste unserer Action passiert hat in den ersten Zügen. Und dann haben wir nur das Pain Land als Dual Land, also Battlefield Forge. Wir versuchen das Ganze so ein bisschen zu kompensieren mit 4 Mirex, aber Mirex macht eben auch nur eine Runde lang farbiges Mana, ist zugegebenerweise ein Untapped Dual Land, aber eben nur für eine Runde. Und das Mana macht das Deck ein bisschen inkonsistent. Wir werden sicherlich auch heute im Video das ein oder andere Mal darunter leiden. Sideboard relativ clean. 4 Witchstalker Frenzy, insbesondere gegen Sheodred. 2 Twisted Fealty, falls unser Gegner mal irgendwie eine Atraxa oder sowas legen sollte, bietet sich Twisted Fealty natürlich sehr an. Wir haben 4 Lithomantic Barrage. Die sind dazu da, um zum Beispiel Rafin zu killen oder halt einfach das, ich sag mal, im weitesten Sinne Esper Legends Deck in Schach zu halten. 4 Talia gegen Control, auch eine sehr, sehr, sehr starke Karte. Einfach immer gut, also die meisten Decks spielen sie ja sogar schon im Main Deck. Unser Game-A-Plan ist so aggressiv, dass wir Talia uns nicht erlauben können und ein End the Festivities, falls unser Gegner uns auch mal mit Kreaturen begegnen sollte. Das ist die Deckliste, super explosiv, Boros Convoke. Ihr könnt die Deckliste natürlich unten in der Videobeschreibung finden, aber jetzt gehe ich erstmal auf die Ladder und versuche mal die Gegner wegzuwemsen. Runde 1, ich kann keine schöneren Worte lesen als Play First. Hand ist auch okay. Ich muss mir nur überlegen, möchte ich Turn 1 Epicure? Ja, doch, ich glaube schon. Ich habe gerade kurz überlegt, was mit der Raging Battle Mouse ist, aber wir können das Ganze hier ganz okay ersetzen. Die Raging Battle Mouse. Es wird kein Raging Battle Mouse Draw. Wir werden halt Turn 1 Voldaren Epicure, Turn 2 Resolute Reinforcements und Turn 3 dann den Knight Errant convoken. Okay, das ist leider ein ziemlich. Moment. Wenn ich jetzt die Maus lege, dann komme ich nächste Runde den für 1. Und dann kostet mich der nur noch 4. Dann habe ich sogar noch ein Mana übrig. Warte mal, kann ich jetzt sogar mal kurz überlegen. Macht das überhaupt einen Unterschied?
Macht keinen großen Unterschied, ne? Wenn die Maus angezündet wird, ist halt nicht so schön. Ja, gucken wir mal. Wir können halt dann nächste Runde haben wir immer in den Celebration Trigger und kriegen plus 1 plus 1. Vielleicht lohnt sich da. Wobei, das hätten wir auch so oder so, ne? Das macht eigentlich keinen Unterschied. Okay, wir spielen gegen Mono-Weiß-Agro. Okay, kein Attack. Okay, alles klar. So, dann habe ich jetzt doch ein sehr. Ist halt einfach völlig absurd, dieser Draw. Okay. Ja. Will denn. Ja, warte mal, ich kann ja. Ne, ich glaube, der Epicure kann angreifen. Ich glaube, der tradet gerne. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben eh nichts höher. Also. Er könnte sich selber finden, ne? Okay, wir nehmen Recruiter. Und. Vielleicht. Ja, ich nehm Frontliner. So, dann gibt es hier einen Trigger. Und das so, was das Deck macht, ne? Also, wenn das Mana funktioniert, ist das Deck ziemlich bescheuert. Not gonna lie. Wir haben noch nicht mal einen Gleeful Demolition Draw gehabt, aber unser Draw war an sich schon sehr, sehr gut. Ja, das ist doch schön. Den Trade nehme ich natürlich sehr, sehr gerne. Nächste Runde weiß unser Gegner, was ihn erwartet, denn es gibt einen Neotion Frontliner into Imodane's Recruiter. Also selbst wenn jetzt eine Adeline kommt. Oh. Oh. Das ist ja frech. Das ist ja kind of frech. Moment, was muss er denn sagen? Warte mal. Choose a card name. Spells your opponent casts a chosen name. Bedeutet das jetzt, dass mein Adventure weiterhin 5 kostet, aber Imodane's Recruiter auch? Na, das, ehrlich gesagt, habe ich das noch nie getestet. Das werden wir gleich rausfinden. Er sagt auch, ja, tatsächlich ist das so. Interesting. Okay. Dann spiele ich den Frontliner. Dann spiele ich das Ding. Und dann spiele ich Scoundrel. Und jetzt ein bisschen dumm, aber ich mache einen Treasure. Weil dann habe ich zumindest safe nächste Runde Imodanes Recruiting Action. Ja, ich glaube, der greift einfach als 5-5er an, oder? Das ist, glaube ich, fein. Ja, ich glaube nicht, dass Mono White eine Chance gegen das Deck. Ah, ich hätte wahrscheinlich. Ich muss, glaube ich, mehr All-In gehen mit dem Deck, oder? Ah, Iganjo. Gegner braucht das vierte Land. Wrath. So, jetzt. Wäre schon geil. Einfach so ein schöner. Alle Kreaturen sterben, Wrath. Ja, wobei. Es wäre noch nicht mal so schlimm, ne? Ich würde ja sofort nachlegen mit zwei Knights. Zwei Knights. Ja, das Convoke-Deck ist schon sweet. Und ihr habt jetzt zumindest schon mal einen ganz guten Start gesehen. Wenn das jetzt ein Solaris erstes Mal wäre, wäre ich schon zufrieden, weil ich so ungefähr zeigen konnte, wie das Deck funktionieren soll. Ja, das Wichtige ist halt einfach diese Karte und halt early das Board swarmen. Interrupted Adversary, der ist gut. Ja, einmal gepumpt, nehme ich mal an. Ja, okay. Aber ich glaube, der. Oh, der greift sogar an. Ist das gut? Ja, ich glaube, ich blocke. Jawohl, nee. Da geht mir zu viel Damage verloren. Ist schon okay. Ja, nehme ich. Ja, dann würde ich, glaube ich, mal das Adventure casten eine Runde. Und dann greift der wieder für 5 an. Greift er für 5 an? Wieso kostet mich denn jetzt der 4? What? Ach so, ja klar, weil das der zweite Spell wäre. Okay, ja, macht Sinn. Nee, nee, alles gut. Macht Sinn. Na, jetzt ist halt die Frage, will er mit Peacekeeper traden? Okay, Intrepid Adversary ist nochmal eine nervige Karte, aber ich freue mich schon auf meine vier Lithomantic Barrage, die ich einfach reinbauen kann gegen das Deck. Schmeckt! Ja, auf jeden Fall. Gut. Aber es ist doch ein bisschen mehr als ein Game, als ich ursprünglich angenommen habe.
Sagst du nochmal? Sagst du nochmal im Modern Recruiter? Yikers, jetzt wird's aber ein bisschen unangenehm. Jetzt kostet der wirklich sehr, 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 sehr viel. Warte mal, er ist theoretisch auf 13 Leben. Er boxt die drei dicksten, dann nimmt er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, im Modern Recruiter werde ich wohl nicht mehr casten. Naja, außer wir traden halt. Schwierig. Discard a card, draw a card, create a treasure, create a wicked roll. Ist echt schwierig. Ich glaube, ich mache es einfach so. Ich mache einen Treasure. Ich spiele den. Ah, ne, warte mal. Ich spiele den nicht aus. Ich habe den Treasure gemacht und dann gibt es hier wieder für 5. Ich meine, er wird mit einem Peacekeeper jetzt mal so langsam blocken, nehme ich mal an. Oder? Ich meine, vielleicht auch nicht. Vielleicht kann man auch auf 4 gehen, aber das glaube ich eher nicht. Es ist doch noch ein spannendes Spiel, was sehr, sehr, sehr combat-centric ist. Ne? Also irgendwie. Ja, er kann es schon blocken hier. Ah, okay. Ja, dann nehme ich. Ja, das ist doch ein schlechter Block. Hä? Dann nehme ich den Adversary mit und dann sterben beide? Ja, sehr gerne. Okay. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Ja, der verliert ja dann den, verliert ja dann den Lord-Effekt. Also vom. Ja, jetzt habe ich. Jetzt kann ich nächste Runde Immodanes Recruiter casten. Und der Lifelinker ist weg. Looking good. Ich kann sogar Voidarian Epicure into Immodanes Recruiter machen. Mit dem One-Drop. Das wird sozusagen. Der ist quasi kostenlos dank der Raging Battle Maus. Coppercoat Vanguard, okay. Ja. Ja. Ich glaube, das macht jetzt auch keinen besonders großen Unterschied mehr. Der greift an, das ist okay. Ich werde jetzt hier. Wenn jetzt kein weiterer Anointed Peacekeeper kommt, glaube ich, mache ich mal einen All-In-Ski. Habe ich natürlich nicht hundertprozentig ausgerechnet, aber das Schöne ist, das ist meistens so viel Damage drüber, dass man es auch nicht unbedingt ausrechnen muss. Genau. Hat Jibodi genauso gesehen. I like it. Also vier. Oh, warte mal. And the festivities. Each one damage to each. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Also Lithomantic Barrage finde ich nice und Witchstalker Frenzy finde ich nice on the draw. Monsters Rage ist eine Karte, die definitiv raus kann. Ich muss auch nicht so super aggressiv sein. Ja. Also die Karten, die. Ja, ich glaube, ich werde einfach zu einem Control-Deck, das ab und zu Convoked und dann Value macht. Vielleicht geht das auch. Ja, ich lasse mal eine Gleeful Demolition drin. Meistens ist es sowieso so, wenn ich irgendwie bis auf eine runterboarde. Ah, von einer speziellen Sache, dann ziehe ich das One-Off natürlich hundertprozentig. Wenn ich mir schon denke, ja gut, in dem Matchup ist es vielleicht nicht so gut. Achtung, Gleeful Demolition in der Starthand in 3, 2, 1, Gegner, jetzt mach doch. Oh. Gegner kooperiert einfach nicht fürs Video. Nee, aber wieder sehr viel Rot. Und sehr wenig rotes Mana, aber ich denke, es ist trotzdem ein Keep, ne? Turn 1 Epicure, Turn 2 Bunnycorn. Ja, also ein Mountain zu ziehen, wäre auf jeden Fall nicht unsexy. Ich würde hier traden. Ich weiß nicht, ob Jibodi hier uns den Trade anbietet. Ich würde hier traden, obwohl ich einen Regal Bunnycorn habe, weil der Trade einfach so gut ist für uns. Tja, also ich weiß, was man nicht nimmt. Knight Errant nimmt man nicht. Man nimmt wahrscheinlich das Bunnycorn einfach. Hätte ich jetzt gesagt. Weil der Knight Errant, wenn ich genug Kreaturen auf dem Battlefield habe, wird eh. Das Convoke spielt dadurch, dass es Convoke ist, spielen die 2 Damage mehr keine Rolle.
Scoundrel. Okay, ich hätte Bunny. Ich habe doch gar kein rotes Mana, aber okay. Oh ja, gut, dann habe ich jetzt einen 2 Mana 3-3er. Oh, Raging Battle Mouse. Schön. Aber leider nicht gut genug. Ich greife mal nicht an. Falls der Gegner irgendwie ein Removal haben sollte, will ich nicht unbedingt, dass die Invasion of Gobakan. Also, ich meine, wird sie jetzt diese Runde nicht flippen, aber. Das ist trotzdem etwas, wo ich nicht unbedingt gegen spielen muss. Brutal Cathar. Ja, das ist nicht so cool. Ich würde immer noch blocken. Und ich hätte jetzt gerne einen Mountain, wenn es geht. Kann ich Mountain haben, please? Ansonsten muss ich wahrscheinlich den Treasure, den Blood Token opfern und vielleicht die Battle Mouse wegschmeißen. Ach, come on. Naja, ich schmeiß mal Epicure weg. Mhm. Gut. Wie ich bereits besprochen hatte im Intro, irgendwann im Laufe dieses Videos wird uns das Mana haunten. Hat es uns jetzt immerhin in beiden Spielen schon. Also wir sind 2-for-2 für Mana-Probleme. Tja. Und dieser Mirex, auch das habe ich vorhin angesprochen, ist halt immer so ein bisschen, ja, man hat halt einmal rotes Mana. Und das ist auch okay, aber ich meine, wenn ich jetzt Epicure into Bunnycorn into Night Errant gemacht hätte, wäre es ja sicherlich auch einigermaßen okay gewesen. Aber ich glaube, jetzt kann ich einfach conceden. Also ich meine, ich kann mit Epicure jumpen. Aber dann selbst, nee. Also ja, die Invasion of Gobakan flippt halt immer. Und dann machen meine Removal nichts mehr und dann kann ich eigentlich ins nächste Game gehen. Ja, so passiert das halt, ne? Ist ein bisschen eine Glass-Cannon. Okay, so flippt die Invasion nicht. Okay, dann jump ich. Ich habe irgendwie keinen Bock, dass das Ding flippt. Okay. Mhm. Aber ich habe insbesondere auch keinen Bock, rotes Mana zu ziehen. Also können wir direkt rausgehen. Es ist, jetzt flippt die Invasion und dann ist es auch vorbei. Habe ich denn so viel weniger rotes Mana? Und ich habe mehr rotes Mana. Ich spiele 7, 11, 12, naja, 12 und 4 halbe Red Sources und 6, 10, 11 und 4 halbe White Sources. Hm. Das hat bisher noch nicht so gut funktioniert mit dem roten Mana. Aber vielleicht haben wir jetzt einen Draw mit einer Battlefield Forge. Also ich meine, es wäre auch nicht das beste Land, ja? Weil das Damage nehmen gegen Mono White oder ist halt auch nicht so super praktisch. Aber okay, immerhin kann ich euch ein komplettes Best of Three zeigen. So. Junge, ey. Also, ich habe doch jetzt gerade nachgeguckt, ne? Ich spiele mehr Mountains als Plains. Richtig. Das ist halt eine Hand, die kann durchaus, weil wir, also was wir eigentlich bräuchten in der Hand, ist immer der Convoker. Ja, der Convoker macht eine Hand halt richtig stark. Ich halte sie trotzdem. Ich habe zu zwei beliebigen Punkten, wo ich es mir aussuchen kann, rotes Mana. Das wird Turn 2 sein und dann hoffentlich habe ich bis dahin wieder ein rotes Mana gezogen. Djibouti überlegt gerade, ob er halten kann. Ne, kann er nicht, okay. Meine Hand ist allerdings auch nicht so stark. Also, nur weil ich jetzt auf 7 bin und der Gegner auf 6, heißt das nicht, dass ich extrem gefavored bin. Wenn unter meinen ersten 3 Draws ein Knight Errant ist, sehe ich mich auf jeden Fall gefavored. Hello? Schwierige Entscheidung. Was sind das für Sleeves eigentlich? Oh, okay. So, Yoshin Frontliner. Der zusammen mit einer Haste-Kreatur ist ja auch schon mal ganz nett. Ach, komm, Earn. Okay, dann machen wir es so. Dann würde ich sagen, kriegt der eine Wicked Roll. Und dann greifen beide an. Und im Attack kriegt der ein +1/+1, sodass sie auch extrem nicht blockbar sind. Zack, easy. So, eine rote Karte nachzuziehen, während mein rotes Mana schwindet, nicht so geil. Nicht so geil. Mountain? Ich meine, come on, das ist nicht so unwahrscheinlich, dass ich irgendwann mal naturally eine rote Mana-Quelle ziehen werde, oder? Ja, könnte vielleicht Coppercoat Vanguard. Ossification direkt. Okay, auf den Frontliner nehme ich an.
fair. Es könnte sogar soweit sein, dass ich Mirax nicht spiele und extra den Landdrop misse, damit ich safe ein rotes Mana habe. Fühlt sich ein bisschen wild an, aber vielleicht mache ich das, weil ich habe ja Resolute Reinforcements. Okay, das ist immer noch scheiße. Aber okay. Es ist besser. Oh Gott. So, wir werden mal den hier mitnehmen. Ja, ich kann Adeline nicht liegen lassen. So, jetzt habe ich halt kein rotes Mana mehr. Ich hatte fürs ganze Spiel 2 rote Mana. Okay. Wenn ich jetzt weiter rote Spells ziehe. Okay. Oh boy, ey. Also, nur weil ich gesagt habe, dass das Mana ein Problem ist, muss es mich ja nicht einfach komplett zerstören. Also, es ist ja durchaus möglich. Naja, okay. Game ist auch noch nicht lost. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Also, bisher... die zweite Adeline werde ich nicht besiegen können, außer ich ziehe wirklich Knight Errant oder halt eben ein Removal Spell von oben. Wobei die Removal Spells halt alle rot sind at this point. Also, ist ein bisschen eng. Ja, den einen nehme ich, glaube ich. Also keine Adeline auf jeden Fall, die wäre Pre-Combat gekommen. Okay. Oho. Okay. Ja, wahrscheinlich hätte ich sogar gar nicht. Oh. Der ist natürlich schrecklich. Ja. Der ist natürlich schrecklich. Ja, wird es Zeit für einen Immodanes Recruiter oder so? Uiuiui. Ja, den besiege ich, glaube ich, auch nicht. Also je nachdem, wie viele Kreaturen der Gegner noch so rausrömert. Ja, unser Mana ist halt einfach kaputt. Unser Mana ist leider kaputt. Und ein Lifelinker, der immer größer wird. Puh. Ja, kannst wahrscheinlich auch noch mit den anderen Kreaturen angreifen. Ich glaube, also ich meine, Immodanes Recruiter wäre natürlich wie immer ein guter Draw, aber... Lithomantic Barrage. Huh. Oh ja, at least something. Aber Attacks habe ich halt auch nicht. Das einzig Gute ist, dass wenn jetzt nicht noch ein super, wenn jetzt nicht Wedding Announcement kommt und super viele Kreaturen macht, dass Virtue of Loyalty auch nur 3 Kreaturen sind und nicht vielleicht... Entschuldigt bitte. Ach, mit dem Mirax ein bisschen was machen kann. Also ein bisschen go wide gehen kann. Nee, das ist vorbei. Okay, das Adeline kann ich nicht schlagen. Glaube ich jedenfalls nicht. Jetzt ziehen wir natürlich eine Menge Länder. Ja, okay, gut. Das ist ein ungünstiger Draw gewesen. Vielleicht hätte ich einen Mulligan machen müssen, weil ich keinen Knight Errant habe. Aber das Spiel kann ich nicht mehr gewinnen. Sadly. Tja, ich hatte eigentlich gedacht, also Game 1 sah ja wirklich sehr überragend aus. Game 2 und 3 haben wir leider nicht performen können. Absolut ungewinnbar für uns. Adeline hat auch noch Vigilance, ja. Das ist ein Attack für 200 Milliarden. 1, 2, 3, 5, 8, 16. Ich kann Adeline jumpen.
Und was muss ich dann von oben ziehen, damit das Spiel gewinnt? Boah, keine Ahnung, alles? Charming Scoundrel. Lass mich kurz gucken. Nee, der ist nicht. Warte mal. Discard a card, then draw a card. Okay, na gut, ja, Moment. Auch der hilft mir, glaube ich, nicht mehr großartig weiter. Ne, da sterbe ich einfach. Na, schade, ey. Das hätte ich gedacht, gewinnen wir. Crazy. Na gut. Eine Chance gebe ich uns noch. Diesmal dürfen wir leider nicht anfangen, aber wir haben immerhin rotes und weißes Mana. Leute, das kann ja funktionieren. Jetzt noch ein One-Drop von oben, das wäre sexy. Okay, wir werden. Das ist nicht so gut für uns. Oh, was wird denn da gespielt? Consider oder was? Nee. Darkslake Shores. Gibt es eine Flash-Fee? Nee. Otherworld. Was haben wir denn hier für eine Brew? Surveil Dry. Okay. Gibt es irgendwelche Graveyard-krassen Dinge gerade? Bin mir dessen nicht bewusst, aber kann ja durchaus sein. Oh. Tortoise weggelegt. Ich bin interessiert. Ich bin. Ja, genau. Jetzt kommst du nämlich. Raging Battle Mouse. Dann habe ich nächste. Ne, ich kann tatsächlich das machen. Und dann spiele ich Raging Battle Mouse. Der kostet 4. Ich habe einen Mana offen und drei Kreaturen. Okay, alles klar, geht. Ja, Voldaren Epicure. Leider not so passend, aber okay. Ich bin sehr gespannt, was hier passiert. Also wir versuchen jetzt natürlich unseren Gameplan auch durchzubringen. Invasion of Amonkhet. Ich weiß auf jeden Fall, was ich abschmeiße. Ein Land. Discard. Ja, ist okay. Wait, what? Slowgurk. Okay. Der Gegner macht irgendwelche Shenanigans, von denen ich keine Ahnung habe. Es ist witzig. Ja, nach meinem Plan muss ich dich leider 2 Damage machen lassen. Ist fein. Ich hab nämlich neue Ideen. So, ich wollte jetzt nämlich hier die Raging Battle Mouse spielen und dann mal mir schön einen einkonvoken. Für 3 reicht, weil alles außer Knight Errant kostet halt nur 3. Ja, Regal Bunnycorn, Regal. Oh, warte mal, hä? Ach, das war. Ich habe nur RE gesehen. Ich dachte, es ist auch ein Regal Bunnycorn. Aber selbst das ist okay. Guten Rim. Old Rutstein. Okay. Millekart. Kriegst ein 1-1. Dude. Aber immerhin gibt es keine Attacks. Das ist schon mal nice. Red Out? Nee. Oh, Battlefield Forge. Haben wir eine Menge am Start. Ja, Immordanes Recruiter wäre hier gut. Ich werde mal die spielen. Ah, Cutdown in Response. Das ist natürlich schade. Dann werde ich trotzdem hier mit angreifen. Und dann wird das Regal Bunnycorn runterkommen. Und auch rasieren, hoffentlich. Die sind auf jeden Fall nicht gut cutdownbar hier. Na, macht die ganze Zeit Insects. Nervt. Invasion of Amonkhet. Ey, ganz ehrlich, ich habe so viel Battlefield Forge, das glaubst du gar nicht. Zack. So, Slowgurk. Okay, das ist abgefahrene Deckliste. Reanimator Slowgurk-Gedöns. Witzig. Okay. No one. Ja, da ist er. Okay. Ja, ich bin gespannt. Ich leg mal hier sowas. Also, du wirst auf jeden Fall das Bunnycorn jumpen. Das sag ich dir jetzt schon. Du wirst ziemlich sicher das Bunnycorn jumpen. Das sag ich dir jetzt schon. Seid entspannt 10-10. Und vielleicht legt Old Rutstein ihn ja jetzt nicht. Wobei. Oh. Ich glaube, ich nehme den Rutstein mit hier. Dann gibt es nämlich immerhin keine Champos. So, jetzt ist die Frage, wie groß. Whenever land is put in the grave from anywhere, put a plant. Jetzt ist die Frage, wie groß wird Slowgurk diese Runde? Also, meine Hoffnung ist, dass er kleiner als 9-9 bleibt, aber ich weiß es natürlich nicht.
Der hat Trample. Okay, also ich meine. So, was kann dann. Ja, dann wird daraus irgendwie wieder was Großes. Die Frage ist, wenn ich zu viel davor schmeiße. Ich glaube, das ist fein. Dann mach halt eine 4-4-Kreatur von irgendwas. Ich habe einen Recruiter, der macht nicht mehr so wirklich was. Knight Errant ist okay. Könnte sich ein 4-4 Rudsteen machen oder so. Ja, und ich kann halt auch nicht so viel davor schmeißen. Ne? Er hat halt theoretisch Otherworldly Gaze. Also das heißt, Logur kann halt auch einfach extrem schnell extrem groß werden. Und dann macht mein Bunnycorn halt nichts mehr. Ja, Lazotep Convert. Und was wird's? Ich denke mal ein Rudsteen, aber ich bin mir nicht sicher. Der macht zum. Oder vielleicht wieder eine Tortoise. Tortoise ist mit Slowgurk natürlich auch nicht schlecht. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Zwei Länder. Wow. Slowgurk ist schon ein ziemlicher Überschleim. Raging Battle Mouse. Ich glaube, ich will eigentlich nur noch Recruiter ziehen, oder? Monsters Rage ist gut. Monsters Rage aus dem Bunnycorn, dann machen wir relativ viel Schaden. Ich sag's, wie es ist, Leute. Da kommt eine Menge. Das könnte lethal sein. 10, 11. 10, ja, ist, glaube ich, lethal. Ja, haben wir gut auf jeden Fall gediscardet, die Raging Battle Mouse. Okay, was machen wir denn gegen. Alter, was ist hier los? Also, Sultai, Selfmill, Lance, Slowgurk, Turtle, irgendwas. Ich meine. Blau oder weiß macht zumindest Slowgurk kaputt und den Evangel kaputt. Und der Lazotep Guy und. Und der Lazotep-Guy ist doch, glaube ich, auch schwarz. Ist der schwarz-blau? Ich weiß es gar nicht. Nee, er ist schwarz in Addition. Okay, das heißt, der ist nicht unbedingt. Ja, nee, dann. Dann vielleicht eher nur Twisted Fealty. Monsters Rage hat mir gut gefallen. Da lasse ich, glaube ich, das One-Off drin. Man könnte halt Witchstalker Frenzy, aber ehrlich gesagt, glaube ich. Vielleicht boardet der Gegner Sheordreds rein. Das kann halt schon sein. Ich nehme mal halt zwei Frenzies. Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass irgendwie in so einem Sultai-Deck, wenn der Game-A-Plan nicht funktioniert, man halt irgendwie auf Sheordreds umsteigt. Könnte schon gut sein. Ja, das ist auch eine relativ weak Hand. Ne? Aber wir haben. Ich kann mich nicht beschweren. Oh, Hand ist besser geworden. Was machen wir denn da? Ja, Charming Scoundrel. Nee, Raging Battle Mouse. Immer Raging Battle Mouse. Rage. Oh nein, Cutdown. Du sollst doch keine. Regel Nummer 1, du sollst keine Removal Spells gegen Solaris haben. Ah, ärgerlich. Okay, jetzt kommt der Slowgurk. Ja, Invasion. Oh, das war ein geiler Mill, ey. Schmeiß ich mal einen Scoundrel weg. Das war ja ein geiler Mill. So, und jetzt können wir wieder durchstarten. Jetzt habe ich zum ersten Mal den Gleeful Demolition Draw. Allerdings ein bisschen. Wurde ein bisschen gestifelt vom Gegner hier. Path of Peril. Gut, dass das gemillt wurde. Habe ich gar nicht gesehen. Path of Peril ist eine sehr gute schwarze Sideboard-Karte gegen unser Deck. Aber jetzt können wir so Dinge machen wie. Okay, warum hat das jetzt so wenig gekostet?
Ach so, weil, ne, okay. Ja, ich glaube, gewonnen haben wir noch nicht, aber nächste Runde habe ich wahrscheinlich gewonnen. Das ist halt das Sicke. Also. 1, 2, 3, 4, 5. Ich mache halt direkt komplett Full Convoke, damit ich gegebenenfalls noch ein paar Sachen ausspielen kann. Zum Beispiel noch hier so ein kleines Bunnycorn. So schlecht ist das nicht, ne? So schlecht ist das nicht. Okay. Bitte keinen Sweeper, keine Damnation oder so. Invasion of Ammoncat. Ja gut, ich. Ist nicht schlecht. Ja, es killt halt auf jeden Fall meinen Knight Errant. Aber. Ja, dann wirst du halt groß, Slowgurk. Du bist immer noch nicht so groß wie das Bunnycorn. Boah, was? Waren wirklich drei Länder? Wow. Maximale Slowgurk-Action, aber nächste Runde bist du halt einfach tot. Imodance, Recruiter, Yoshin, Frontliner. So soll das Deck funktionieren. Dann konnte ich euch das wenigstens noch zeigen. Ich mag die Deckliste. Ich glaube, dass sie halt, ich meine, gut, jetzt gegen Sultai Selfmill ist so ein Ding und gegen Mono White hatten wir jetzt keine besonders guten Draws, aber ich bin mir relativ sicher, dass man mit Boros Convoke auf der Ladder ganz gut performen kann. Wie gesagt, Deckliste ist unten in der Videobeschreibung. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen, vor allen Dingen an diejenigen, die das hier noch hören, also bis zum Ende durchgehalten haben. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut! Gut, euer Solaris. Tschüss. Ja, ich glaube, Fun habe ich schon gehabt.